Das ist es. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba. Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. Woods, komm da drüben nicht auf dumme Gedanken. Ich gebe dir meine sicher wie Scheiße Garantie, Hudson. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Ich müsste eben mal kurz etwas mit dir besprechen. Sind Sie verfügbar? Unter vier Augen. Bereit? Reden wir. Siehst so aus. Ja. Sieh dir das an. Verdammt. Ich übe. Wie rostig ist dein Spanisch? Damit willkommen zurück zu COD Black Ops Cold War. Wir sind genau, wieder alle da. Spezifikation. Oh, ja. Und hier ist diesmal Butz und Mason. Können wir auch mit dem mal reden? Hallo. Aufgepasst, es ist Adlers Schützling. Mhm. Bell. Kennst du Phil Castro persönlich? Ist das jetzt dein Ernst? Das ist ein heikles Thema. Nein. Moment mal, lass mich das klarstellen. Da haben wir's. Ja, Castro und mich verbindet eine blutige Geschichte. Ich hatte Gelegenheit, ihn auszuschalten, aber die Aufklärung war Mist. Das sorgte für mächtig Ärger mit den hohen Tieren in DC. Sollte Perseus mit Castro unter einer Decke stecken? Und sollte Hudson eine meiner Kugeln in Fidels Kopf finden? Nun, dann nenne ich das Kollateralschaden. Ha, unter 5 Minuten hat er eine Schimpftirade erwartet. So schlimm ist es doch nicht. Ihr wirkt trotz der Tragweite dieser Mission so gelassen. Du hast dich mit Adler beim KGB eingeschlichen, die Datenbank gehackt und bist heil wieder rausgekommen. Und ich gehe mit meinem Kumpel hier. Wenn ich Perseus wäre, würde ich mich in die Hügel verziehen. Und ich würde einen Mörserangriff auf den Hügel fordern. Oha, okay. Wart ihr auch bei der Jagd auf Perseus in Vietnam dabei? Nein, wir waren in Khe San hinter einem anderen Spion her. Richtig. Unser Team stand nach der Landung in Hue direkt neben Adlers. Damals hatte ich zum ersten Mal das Pech, Hudson zu treffen. In all den Jahren hat sich nichts geändert. Er hat immer noch die Ausstrahlung eines nassen Handtuchs. What the fuck? Okay, ihr seid Legenden. Es ist eine Ehre, mit euch beiden zu dienen. Hörst du das? Wir sind scheiß Legenden. Ja, wo immer wir auftauchen, wird's laut. Hör doch bloß auf mit dem Scheiß. Du warst nicht gerade beeindruckt in Faketown, USA. Oder redest du jetzt von Mason? So war ich hier stehe. Junge, Woods Reaktion auch echt mega. Fühlt sich an, als hätte diese Persus-Mission vor einer Ewigkeit begonnen. Für Adler ist das der Höhepunkt einer 3 Jahrzehnte langen Verfolgungsjagd. 3 Jahrzehnte? Er wird es bei dieser Mission super genau nehmen. Du solltest konzentriert bleiben und lass die Nostalgie. Ja klar. Ich hoffe, wir haben genug Leute, um das durchzuziehen. Hey, reiß dich besser zusammen. Adler will dich aktiver sehen als eine Granate mit gezogenem Stift. Ich glaube, ich habe die jetzt gerade wütend gemacht. Bis später. Ja. Bis später, Bär. Sorry. Kann ich jetzt hier eigentlich runter? Hallo, darf ich hier rein? Nein. Mann. Aber da hinten ist ein Gang. Ach nee, da kommt man ja noch rein, oder? Wie kommt man doch in das Lager rein? Oh. Alles gesperrt. Komme ich jetzt hier rein? Nee, da ist auch zu. Überall ist zu, okay. Dann gehen wir auf die Beweistafel. Endstation. Das Team macht sich auf den Weg nach Kuba, um die Atombombe zu beschlagnahmen, die Perseus gestohlen hat.
Mission starten. Was? Du stehst kurz davor, Persos auf Kuba zur Strecke zu bringen. Und wirst keinen Zugriff mehr auf die Beweistafel haben. Ja, ich will weiter mit der Story machen. Hastings hat Salt Lake City verlassen. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dorthin gebracht. Langley glaubt, Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu wird es nicht kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Adler ist spät dran. Nein, Schatz, wir sind früh. Adler sollte hier jeden Moment... Park, wir sind in Position. Bestätigt. Rücken vor zur Flanke. Oh, die sind zusammen? Ah, hab ich das jetzt gemerkt. Wir gehen schnell und entschlossen vor. Findet Hastings, sichert die Bombe und dann nichts wie raus. Woods, reiß den Laden nieder. Wird ja auch Zeit. Los, hey. Los, los! Da knallt's aber richtig. Los geht's, Endstation hier in Kuba. Ist echt schön. Auftreten. Feuer schon wie ein beschissenes Uhrwerk. Warte mal, hier die AK gleich mitnehmen. Alle Teams auswärmen, zum Haupttor vorrücken. Oh Gott, oh Gott. Da oben auf dem Fenster. Da oben. Hab ich. Oh, oh Alter. Dass auch hier wieder direkt geballert wird, Alter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schön in deine Fresse. Los, Leute, weiter, weiter, weiter. Fuck. Wir stehen unter Beschuss, Alter. Wir brauchen sofort Mörser so weit. Ich glaube, das passt übelst. Ja, schön auf seinen Kopf, jawohl. Perfekt. Ich sehe nach. Da vorne sind doch welche. Hey, da war einer, hab ich eindeutig. Ich hab eindeutig da getroffen. Da ist aber einer. Jawohl. Ich wollte eigentlich hier Urlaub machen. Aber leider müssen wir jetzt hier kämpfen. Gab es in Kuba nicht auch einen Krieg oder so? Irgendwas war doch da. MG-Nest. Oh Scheiße, Granate. Werfe Granate. Los, Leute, rein, rein, rein. Verstanden. Was haben die armen Bastarde getan? Ihren Job erledigt. Was für eine Scheißbelohnung. Stimmt. Wer macht denn schon seinen Job? Sie haben Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer, Park. Sei doch endlich mal still, meine Güte. Gott. Kontakt! Ja, schöner Hinterhof. Aber leider muss er jetzt weggesprengt werden. Hier geht's auch lang. Ey, nicht zumachen! Scheiße. Wieso gibt's hier Hintereingänge? Oh Gott, hier sind Minen. Schalte die mal aus, ich muss hier durch. Oh fuck. Wo jetzt lang? Ja, die können einfach durchlaufen. Oh. Alles super. Ich bin noch am Leben. Raketenwerfer auf die Balkon! Oh, verdammt nochmal. Wo nochmal? Da. Liegen hier auch Minen? Ich hoffe mal nicht. Scheiße.
Typ mit einem Raketenwerfer, der kommt mir gerade richtig auf den Sack. LOL! Ich hab ihn noch ausgeschaltet, oder war das denn jemand anderes? Och man. Oh. Okay. Dann rücken wir halt so vor. Darf ich dir einen Drink spendieren, wenn das vorbei ist? Deine Beharrlichkeit ist bewundernswerter Sarg. Also ich hätte gerne auch einen Drink. Oh, Gott, sind die hier die Überwachungskamera? Boah, also es gibt noch freie Zimmer. Da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen rummachen. Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Danke, Park. Müsste das nicht Mason sagen? Weitersuchen. Da, ja, warte. Stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und... Heilige Scheiße, jemand tötet die Wissenschaftler. Wo? Erster Stopp, Raum 27B. Das sieht nach Persus aus. Raum. Nach oben. Bewegung. Wir sehen uns dort, Park. Okay, ich glaube, das ist Persus. Kannst deine Augen nicht von mir wenden, was, Park? Wieso kann ich die nicht eintreten? Ist der extra Sprengstoff hier ran? Gott. Geladen. 3, 2, 1. Los. Wir rücken in den ersten Stock vor. Wir sind festgenagelt. Wir kommen nach. Protegen el laboratorio. Nos va a virar si no los detenemos. Oh, scheiße, Granate. Ne, weg hier. Weiter. Oh, hier ist noch einer. Nie im Leben überlebt man das. Okay. Gibt's irgendwelche Secrets? Das wäre geil. Bitte, sie erschießen uns! Nein! Darf ich euch erschießen? Schade. Oh, warte mal. So eine Karabiner. Da musst du noch welche. Auf den Dächern. Ich rücke vor. Ja, das habt ihr nicht erwartet. Mhm. Oh. Oh. Schön den Arm gebrochen. Sie haben sich verschanzt. Wir müssen nah dran sein. Und gehen es. Hab ich. Ich rücke vor. Ich auch. Ich brauche Feuerschutz. Nee, brauchst du nicht. 27B. Adler, wir gehen rein. Gut. Ich gebe dir Rückendeckung. Los jetzt, Park. Die Tür. Wird erledigt, Park. Park, er ist weg. Bell, such den Raum ab. Hastings, reden Sie. Perseus war hier. Hat geschossen. Ist entkommen. Perseus würde seine Bombe nie zurücklassen. Er hat uns gezwungen, die Zündungscodes zu rekonstruieren. Er hat so vollen Zugriff auf Greenlight. Was? Perseus kann also mehrere Atombomben in ganz Europa zünden? Es tut mir leid. Hastings, bleiben Sie wach. Wie viele Greenlight-Bomben kann Perseus mit diesen Codes zünden? Er kann sie zünden. Allesamt. Er wird halb Europa auslöschen. Und es den USA anhängen. Wir müssen dieses Arschloch Perseus finden. Zeit zu gehen, ne? Verdammt nochmal. Da kommt ein Heli! Das muss Perseus sein. An alle Teams. Rauf aufs Dach. Er will ganz Europa sprengen. Adler, massenweise Verstärkung kreist diese Anlage ein. Bewegung! Scheiße, wir müssen hier weg. Kommen wir nicht durch. Scheiße. Fester. Gesichert. Aus dem Weg. Adler, ich habe einen VIP gesichtet. Südliches Dach. Vielleicht Perseus. Er steigt in einen... Gut. What the fuck ist hier los? Durchs Fenster! Das ist halt mit dem Gemälde. Oder es ist ja nicht wirklich ein Gemälde. Scheiße! Der Heli ist entkommen! Verdammt nochmal, das war Persus wahrscheinlich. Der Persus will halb Europa wegballern.
Bestätigt, Bodenteam. Haben Sichtkontakt. Zieht das Geschirr fest. Verschränkt die Arme und den Rücken gegen den Wind. Ankunft in 2 Minuten. Mann am Boden! 2 Minuten werden wir das nicht schaffen. Na, der der Raketenwerfer hat ja nicht viel geholfen. Ich will den wechseln. Sind überall. Kontrollierte Salvenlaser. Wir haben kaum noch Munition. Was für Salven? Ich habe keine Ahnung, was Salven sind. Weißt du, was Lazar? Ich glaube, ich wäre jetzt bereit für diesen Drink. Keine falschen Versprechen, Park. Hört auf zu flirten. Nicht diese Pferdepisse, die du hier nennst. Ich will einen richtigen Drink. Bereithalten. Sie kommen. Hallo. Nicht flirten jetzt. Wir haben andere Dinge zu tun. Bruder, ich wollte doch nach Europa. Jetzt muss ich extra in die USA ziehen. Verdammt nochmal, wo bleibt das fucking Schiff? Wir müssen mit dem Skyhawk los. Da hinten war noch irgendeiner. Gleich hier rüber? Nö. Mir geht die Munition aus. Wo bleibt das Flugzeug? 1 Minute. Konzentrier dich, Lazar. Ich sag dir was. Wenn wir hier raus sind, gehen die Drinks auf mich. Also dafür lohnt es sich zu kämpfen. Ja, schön für euch. Amazone blüht wie die Hölle. Können wir helfen? Krieg ich einen Whisky? Bestätigt. Hilfe ist unterwegs. Okay, AC-130. Wir räumen jetzt das Dach. Feuer frei. Volltreffer. Jawohl, wieder mit der AC-130 hier rumfeuern. Es macht immer wieder Laune mit dem Ding. Gute Wirkung. Da hinten sind welche. Oh, Scheite während der Dachverteidigung und Endstation 25 Kills. Keine weiteren Chancen. Als ob diese Granate mich one-shottet. Nein. Schon das zweite Mal gestorben. 1 Minute. Konzentrier dich, Lazar. Ich sag dir was. Wenn wir hier raus sind, gehen die Drinks auf mich. Also dafür lohnt es sich zu kämpfen. Bodenteam, hier ist Skyhook. Eure Zone glüht wie die Hölle. Können wir helfen? Wir wüssten es sehr zu schätzen, Skyhook. Bestätigt. Hilfe ist unterwegs. So, jetzt nochmal hier die AC-130. Volltreffer. Bam, bam, bam. Aber dafür lohnt sich. Draußen sind auch noch welche. Ich kann mal ja mal mitballern. Ein Treffer. Da kommen ja immer mehr. Bodenteam, unser Treibstoff reicht nur noch für einen Überflug. Bereithalten für Evakuierung. Keine weiteren Chancen. Verstanden, Skyhawk. Ich sehe das Flugzeug. Park, wir müssen uns in das Seil einhängen. Jetzt! Okay. Wir machen das nacheinander. Bell, kling dich ein. Wir geben Deckung. Los! Verstanden, warte mal. Wo ist das Seil hier? Na komm, nimm doch. Hallo. Nein, du sollst nicht die M4 nehmen. Wer will nicht nehmen? Jetzt. Gut. Hack dich ein. Scheiße. Oh, fuck. Meine Beine. Scheiße, ich muss einen wählen. Was geschah? 7, 6, beweg dein Arsch, Bär. Wir haben keine Zeit mehr. Fuck. Ich kann mich nicht entscheiden. Sorry. Es tut mir leid. Nein! Sorry! Nun, das war ein verdammtes Fiasko. Man muss mit den Infos arbeiten, die da sind, nicht mit denen, die man gerne hätte. Wir haben da unten die Zeche gezahlt. Was ist Schuld? Keine Ahnung, wessen Schuld es ist. Ich weiß nur, dass Perseus nicht eine einzige scheiß Atombombe hat, sondern Dutzende. Millionen Menschen werden sterben. Und man wird den USA die Schuld geben. Findet sie raus, wo er das Aktivierungssignal senden will. Und wie sollen wir uns das aus dem Arsch ziehen? Bell müsste wissen, wo. Bell? Dieses verdammte Schulprojekt war ein Desaster! Schreiben Sie Edler noch nicht ab. Der Mann hat viele Asse im Ärmel.